so schöne kleine Gläser, da war Honig drin, es gibt es mit Schmalz, mit Marmeladen und die hebe ich natürlich immer auf. Erde ist noch ein bisschen drin, man kann auch drinne pflanzen wie Gänseblümchen, Veilchen und. Dazu nehme ich mir dann einfach ganz normales Moos, kann gerne noch nass sein und stecke das ein. Und dann müssen wir es gut wässern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann stecken wir einfach die kleinen abgeschnittenen Tulpen hinein. Kann ja auch Primeln sein, es können Hyazinthen sein. Was aber jetzt da mit Zwiebel ist, ganz wichtig, die Zwiebel vom Erde befreien, gut abspülen und dann erst mit dem Moos umwickeln und dann einstecken. Das gibt so eine ganz tolle, feine Deko. So, und dann, wenn man es drinnen stecken hat, noch gerne mal Moos obendrauf. Dass es wirklich richtig gut sitzt. Die kippen manchmal ganz gern, die Tulpen. Man weiß ja, die haben so einen dünnen Stiel. Gern mal so ein schönes Ästchen aus dem Garten dazu. Ich hatte mir schon mal was hingelegt. Upsa. Sorry. Und dann einfach nochmal einen Ast dazugeben. Und das stabilisiert das Ganze und sieht auch noch richtig süß aus. Was ich ganz gerne dazu mache, sind immer Federn. Ich mag Federn sehr, die sind so ein bisschen fein, leicht, luftig. Und die kann man entweder einfach nur dazu stecken. Ganz einfach, oder man nimmt sich noch mal einen Ast und einen Wickeldraht und wickelt die an den Ast ran. Ich finde, das ist wirklich richtig schön. Und macht das so schön luftig. Und diesen Ast kann man dann immer wieder verwenden, nicht nur für die Frühlingsdeko. Auch wirklich für den Herbst hinein aufheben und umdekorieren. Und dann können wir uns verschiedene Federn an den Ast dran wickeln. Verschiedene Höhen. Korkenzieherhase macht sich dabei auch ganz, ganz toll. Sieht super aus. Und dann sowas Luftiges dann wickeln. Auch nochmal eine Etage höher gehen. Und ich würde das alles in einmal wickeln, nicht abschneiden, sondern in einmal wickeln, weil dann bleibt es an Ort und Stelle und sieht auch recht schön aus. So. Dann nochmal eine größere Feder. Gut festziehen. Abschneiden. Und dann kann man das wirklich ganz toll mit einbringen. Und dann schneidet man es auf die richtige Länge oder man biegt es sich einfach um und steckt das mit ein. Und dann hat man wirklich so eine schöne, luftige, feine Deko, die man ganz schnell selber gemacht hat und vor allen Dingen mit Material, was man günstig hat. Wie gesagt, nehmt einfach Gläschen, was zu Hause ist und wenn solche keine Gläser da sind, dann einfach Trinkgläser genommen, reicht doch vollkommen aus. So, und dann brauchen wir noch eine Unterlage, vielleicht noch einen Kranz, wo wir die reinstellen. Kranz aus dem Wickeln gibt es dann bei mir auch. Da habe ich ein großes Video eingestellt, ich stecke es mal in die Infobox und dann kann man das richtig toll dekorieren. Und dann ist sehr meine Idee, hat gefallen, du konntest es gut umsetzen, hattest Spaß dran. Schaust wieder mal rein, das ist mir das Allerliebste, wenn du wiederkommst, denn dann weiß ich, dann hat es wirklich gefallen. Noch viel, viel mehr findest du meinem Kanal, nicht nur meine Blumenwerkstatt, die ich im Moment hier Mods ausgepackt habe, sondern Häkeln, Stricken, Basteln, Butterbrot, Papierbasteleien, meine Krippenfiguren, Marionettenworkshop, Basteln für und mit Kindern, Lebensmittelretter und.
Und noch mehr über mich erfährst du in meiner Infobox. Alles Liebe, deine, eure Kerstin. Tschüssi.